Hallo Fallout-Freunde, willkommen im Big MT mit mir, dem Gareo, ohne Buben, ohne IDI. Oh, und Patronen gibt es ja auch. Ja, die muss ich übersehen haben. Ja, wir waren ja in der letzten Folge auf Fliegenjagd, haben dort auf ganzer Linie versagt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir so Module in Gang setzen können, die uns diese Lichtschalter oder was das auch immer alles ist. Alter, ich schieße wie meine Oma. Die uns Dinge in Gang bringen. So. Dazu machen wir uns mal. Das ist ein Einschuss. Nein, Karawanschuss. Ah, sehr schön. Und mein Lieblingsgeräusch gibt es auch mal wieder. Lobotomistenmaske. Ach nee, hau weg. Ah. Ich dachte mir schon, warum kriegen wir nicht aufgestiegen? Weil da sich noch einer versteckt. Komm hoch. Weißt du was? Jetzt gehst du mir aber echt auf den Sack. Brenn, du Schweinehund. Brenn! Dürfte eigentlich schon reichen. Alter, du stehst in Flammen. Hau ab. Geht doch. Boah, der hat uns. Na also. Stufe 21. So. Worin sind wir denn im Moment ganz scheiße? In Sprengstoff beispielsweise. Da gehen wir gleich mal auf 42. Reparieren wäre echt gut. Gehen wir mal auf 65 und dann sind wir schon wieder bei 4 Punkten. Moment ist es noch so, dass wirklich alles richtig teuer ist. Ich mache den Rest mal in falschen. So. Kein Perk. Ist ja echt doof. Ich muss mal dran denken, dass wir das nächste Mal, wenn wir irgendwie einkaufen gehen oder so, dass wir. Halt, die Patronen nehme ich mit. Na, wisst ihr schon. So ein falschen Buch lese. Das wäre gut. Erstens verlieren wir da Gewicht. Oh, Nuka-Cola-Quarz. Interessant. Erstens verlieren wir da Gewicht. Zweitens sind dann die Preise vielleicht etwas günstiger. Und wir haben ein letztes Stimpack, das hebe ich mir aber auf. Wir looten mal hier die. Oh, es leckt. Ganz schlecht. Wir looten mal hier die Kisten. In der Hoffnung, ein Stimpack oder sowas zu finden. Oder vielleicht auch nur irgendwas, was uns weiterbringt. Ich nehme mal noch einen Sunset Sarsaparilla. Weil es immer TP überzeugt gibt. Zwar nicht viel, aber immerhin. Und ich meine, wenn wir nur noch ein Stimpack haben, weil wir irgendwie zu blöd sind, welche zu finden. Hier ist immerhin schon mal Buff out. Das ist auch immer ganz witzig. Wenn man wieder mal nichts liegen lassen kann. Sollten Sie Roboskorpione sehen, versuchen Sie nicht, sie zu bekämpfen. Sie werden mit Ihren Robostacheln auf Sie schießen und dann explodieren. Aha. Warum sagst du mir das, Dala? Ich habe schon welche besiegt. All diese Roboskorpione, ihr habt da solche Angst vor denen. Ah, Kampfrüstung, geil. Ich muss sagen, ich kann das irgendwie das Ganze nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Was ihr da so für einen Aufwaschströmen die blöden Roboskorpione macht. So, Kampfrüstung. Schadenswert 20. Das ist eine richtig geile Rüstung. Ah, hi.
Oh, jetzt kommen sie von überall. Und es laggt ganz schlecht. Okay, wisst ihr was? Auf Nahkampf gesehen, seid ihr auch scheiße. Also gut, dann nehme ich mal, naja, nicht den Cowboy-Repetierer, der die Karawanenschrotflinte. So. Ah! Ein Schlag reicht schon aus. Trotz Rüstung und allem. Ist ja gemein. Ist ja echt gemein. Okay, wir müssen definitiv aufpassen. Ah, der ganze Weg liegt noch vor uns. Also, hier die Patrone. Das ist scheiße. So, jetzt mal im Schnelldurchlauf. Komm. Jetzt habe ich aber echt keinen Bock mehr. So, wir nehmen mal raus. Was nehmen wir denn raus? Die Flammpatronenwaffe, genau. So, der Überraschungseffekt ist auf unserer Seite. Der dürfte bald das Zeitliche segnen. Und der wird uns auch nicht aufhalten. So. Wunderbar. Da unten sitzt noch einer. So, wir haben einen Stufenaufstieg. Komm. Brenn. Wer ballert denn da hin? Ach, das ist ein Sunset Sarsaparilla. Ich habe das jetzt für Mündungsfeuer gehalten. Karawanenschrotflinte. So. Wir lassen den blöden Lobotomiten, lassen wir da hochkommen. Gehen mal an die Karawanenschrotflinte. Und verpassen ihm den Gnadenstoß. Tschüss. Dich hat's ja hingelegt. So. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, wir gehen auf Sprengstoff, gehen wir auf 42. Wir gehen mit Reparieren auf 65 und die letzten 4 Punkte geben wir in Feilschen. So, fertig. Dankeschön. Gerne wieder. So, ich lasse die jetzt liegen. Ich habe keinen Bock. Ich möchte das hier jetzt einfach schnell über die Bühne geben. Da drüben sind zwar noch irgendwie Sachen, aber haben wir ja gesagt, findet man nichts irgendwie Besonderes. Oder? Naja. Nehmen wir schon mit, komm. Gerade das Buff-Outs und so ist vielleicht ganz wichtig. So, die Patronen. So. Okay, da vorne braut sich eine riesige Menge an Lobotomiten zusammen. Wir haben, glaube ich, nur noch ein Stimpack oder so. Das heißt, wir nehmen mal vorhin einen Sunset Sarsaparilla. Und, was haben wir gesagt? Psycho. So. So, ihr da drüben. Wir können doch euch sicher anlocken, indem wir euch verbrennen. So. So. Hülse, Kaliber, Karawanenschrotflinte. So. Saturnitfaust. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Hab ich keinen Platz für. Ah, hi. Du kommst reichlich spät, weißt du das? Deine Kumpels haben schon ihr Leben verloren. Na?
Warm genug. Ein Glück, dass wir so viel Muni dafür haben. So. Patrone. Lasst mich in Ruhe mit eurem Scheiß. Hilfsmittel. So. Ich hätte gerne einen Sunset Sarsaparilla genommen. So. Die Karawanenschrotflinte ist in exzellentem Zustand. Die brauchen wir gar nicht reparieren. Das ist auch gut. Was hast du dabei? Auch nichts Besonderes. Ach, da drüben ist der Letzte. Na also. So. Wunderbar. Wir nehmen noch einen Sunset Sarsaparilla und eine Nuka-Cola. Oh, davon haben wir auch 55. Krass. Drüben sind auch schon wieder welche. Den gehe ich jetzt mal elegant aus dem Weg. Und wir machen eine Schnellspeicherung. Verdammt. Oh. Oh. Kommt denn ihr alle her? Nachtpirscher, okay. Ich fürchte, da werde ich im Fernkampf nicht weiterkommen, wenn ich im Nahkampf bin. Nun gehen Sie Boomtown in der absehbaren Zukunft, bis die Waffentests abgeschlossen sind. Werkzeugschrank. Terpentin, nee, das kann ich gerade nicht brauchen. Es ist jetzt erstmal für einen Moment ruhig, Nachtpirscherblut. Ja, ihr habt alle nichts dabei, aber ihr macht Schaden ohne Ende. Was ist da los? Stimmt doch was nicht. So, ich brauche auf jeden Fall schon wieder Nuka-Cola und einen Sunset Sarsaparilla. So. Da hinten wart ihr alle. Okay, wir lassen das jetzt mal. Schau mal, was es hier gibt. In dieser Anlage drin. Da müssen wir nämlich hin. Erstmal schaue ich davor. Halt, ein Sunset Sarsaparilla. So. Wunderschön. Ich mache nochmal einen Schnellspeicherpunkt. Halt. Schnellspeicher. Hier, genau. Und dann betreten wir Hicks Village. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Es grünt und kein Gegner in Sicht. Was ist da los? Wahrscheinlich greifen mich jetzt wieder irgendwelche Pflanzen an oder so. Irgend so ein Mist. Egal, erstmal looten. Ah, jetzt habe ich alles genommen, ich Trottel. Dann wundere ich mich wieder, warum ich so voll bin. Ohne getrunken zu haben. So. Hallo? Irgendwer da? Tür nach? Null. Wohnt da Dr. Null? Psycho-Entzugserscheinungen. Okay. Warum sind in diesen Häusern Sprechanlagen und irgendwie Serverschränke? Was haben wir denn hier? Securiton Mark 1. Der hat auch das Zeitliche gesegnet.
Sieht irgendwie fast so aus, als hätte er sich hierher zum Schlafen gelegt. Schon wieder ein Securitron. Wozu war das hier? Oder ist es? Vielleicht werden die Securitrons gleich wach und ich habe hier voll das Problem. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Gehen wir mal gegen den Uhrzeigersinn vor. 101. Aha, eine Bar. Mit Scotch und Wein und Wodka und... Okay, interessant. Und im sehr schönen... Schöne Einrichtung. Ich nehme noch einen Sunset Sarsaparilla. Und eine New Coca-Cola, dann dürften wir bald voll sein. Auch ohne Stimpaks. Und das ist ja der Sinn der Sache. New Coca-Cola. So. Gegrillte Schnecke. Nee. Einfach nein. So, hier ist auch ein Sofa. Was ist denn hier oben? Hier oben ist schon wieder Möbius. Der spielt allsehendes Auge. Mentals. Oh, hä? Dr. Kleins OP-Klamotten. Wert? Ach, das war. da haben die also gewählt. Wert 5.996. Nehme ich mit. Auf jeden Fall. Sowas von. Haben die Wissenschaftler hier ursprünglich gelebt? Beckenprojekt Buchklappe. Interessant. Dr. Kleins Handschuh. Okay, der ist auch verdammt viel wert. Was haben wir denn hier Schönes drin? Korken. Und? Ja, nein. Schreibtisch. Hat sich doch schon gelohnt, hierher zu kommen. Rebound. Mentals, Bügeleisen. Da brauche ich noch eins. Ich bin ja umgezogen. Und ich hatte nie ein Bügeleisen. Und jetzt brauche ich eins. Nicht, um damit Hemden zu bügeln. Ich bin nicht so der Hemdenträger. Sondern weil ich... ich habe bei meinem Schreibtisch, den habe ich aus einer großen Arbeitsplatte gebraucht. Und... gebraucht. Gebastelt oder gebaut, besser gesagt. Gebastelt ist das eigentlich nicht mehr. Ist wirklich gebaut. Und ja, jetzt sind natürlich die Kanten, sie sind natürlich, beziehungsweise jetzt habe ich natürlich Schnittstellen. Victory. Jetzt habe ich Schnittstellen. Und die kann man mit so, gibt es so Aufbügelungs, weiß nicht, Folie nennt man das nicht. Es ist halt so Aufbügelungsband, das so in dem Stil gehalten ist, wie die Textur von dem Schreibtisch. Und das müsste ich aufbügeln. Aber ansonsten brauche ich eigentlich nie ein Bügeleisen. Ich hasse auch es, so Kleidungsstücke, die ich bügeln muss. Anzüge oder so. Ich bin nie so der große Business-Typ gewesen. Ich war schon immer der, der sagt, hey, komm, ist doch egal, ich hole mir irgendwo eine Arbeit, wo es scheißegal ist, wie ich aussehe. Wo ich theoretisch 3 Tage durchgefeiert haben kann. Also aussehe, als hätte ich 3 Tage durchgefeiert. Ne? Wenn ich 3 Tage durchgefeiert habe, dann gehe ich nicht auf Arbeit. Das tue ich mir selbst auch nicht an. Und das stört einfach keinen. Ne? Also,
Das ist so meine Idee hinterm Arbeiten. So, hey, ich bin hier, um zu arbeiten, nicht um gut auszusehen. Ist in manchen Berufen natürlich durchaus notwendig, dass man gut aussieht, gerade als Vertreter oder so. Du sollst ja irgendwie die Firma vertreten, für die du arbeitest, und machst, willst einen guten Eindruck machen. Aber ich bin ganz froh, dass so die Gesellschaft in Berufen, wo es vielleicht nicht so aufs Aussehen drauf ankommt, ein bisschen aufweicht. Das ist sehr, sehr erfrischend. Und dann sagst du, hey, bist beim Vorstellungsgespräch irgendwie völlig overdressed. Und alle sagen, ey, komm, ab morgen kommst du in kurzer Hose. Schwitzt auch nicht so im Sommer. Warum ist hier so viel Mentals? Und alles ist gut. Wir mögen dich so, wie du bist. Finde ich, ehrlich gesagt, chilliger. Ich glaube, hier hat ein Drogenabhängiger gewohnt. Könnt mal kurz eine Stunde schlafen. So, dann sind wir wieder fit. Und glücklicherweise habe ich so einen Beruf, wo es zugegebenermaßen nicht komplett scheißegal ist wie ich. Oh, Rezepte Wissenschaftsfertigkeitsbuch, sehr schön. Wo es zugegebenermaßen nicht komplett egal ist, wie ich aussehe, aber wo es durchaus okay ist, wenn man ganz leger T-Shirt, Jeans oder auch Cargohose, vollkommen egal. Finde ich sehr angenehm, muss ich sagen. Keller verschlossen, schwer. Licht. In den Keller will ich unbedingt runter. Sunset Sarsaparilla. Sehe schon, wir stopfen uns hier eigentlich nur mit Sunset Sarsaparilla voll. Nein, Dietrich-Fähigkeit von 75. Haben wir denn. Ach, ich Trottel, ich hätte die wahrscheinlich steigern sollen, ne? Als ich die Gelegenheit dazu hatte. Vorkriegsbuch, ist da irgendwas wert? Medizinfertigkeitsbuch, okay. Kann ich das irgendwie anhören oder so? Oder sind das für Dinger? Schauen wir doch gleich mal. Sonstige. Nee, Daten. Hier. So. Radio. Nee. Sonstige. So. Rezepte, Medizin. Dieses Holoband enthält ein Werkbankrezept, das alles ermöglicht, ein Medizinfertigkeitsbuch herzustellen. Ach so, okay. Ja, ist ja geil. Buchklappe, bla. Audioprobe Gabriels Bellen. Ja, ist in Ordnung. Okay. Kann ich hier irgendwie alles nicht anhören. Okay. Na schön. Dann halt nicht. Jetzt ist natürlich meine Frage. Mach die leere Truhe auf. So, sehr gut. Was brauche ich denn an Fertigkeit, um in den Keller zu kommen? Haben gesagt 75. Wir haben derzeit Fertigkeiten. Dietrich 73 ist nur ein bisschen geschmälert. Gut, Special. Reparieren, Medizin. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist es. Okay, dann können wir doch sicher irgendwelche Drogen nehmen. Hilfsmittel. Wahrnehmung wäre gut. Fixer, Dörrfleisch. Wissenschaft. Wir haben doch sicher, Moment, wir haben doch sicher auch irgendwas. Pugilismus aktuell? Waffenlos um 4 erhöht. Ist das jetzt dauerhaft oder was ist das? Selbst ist der Mann. Shopping für Wochenendkrieger. Überleben. Wahrnehmung minus 1. Kann nicht sein, dass wir nichts auf Wahrnehmung haben. Gibt's doch nicht. Jet, AP.
Wahrnehmung plus 2, Mentats. Hallihallo. So, mach auf, du Drecksdepp. So leicht habe ich noch nie ein Schloss geknackt. Was ist das denn? Ein Teddybär. Also, wenn ich es nicht besser wüsste. Moment mal. Teddybär? Wir haben ja Dr. Kleins Sachen gefunden. Könnte es sein, dass das hier die irgendwie Dr. Dala. Dr. Dalas Häuschen ist? Und sie so ein paar Flashbacks bezüglich Teddybären hat. Und uns dafür Teddybären nennt. Buttermesser, leere Spritze. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen. Okay. Ich würde gerne. Nein. Nein, 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 Moment. Es ist schon wieder zu dunkel. F5 würde ich gerne schnell speichern. Weil, das habt ihr zwar nicht mitbekommen, weil ich gut im Schneiden bin. Oder sagen wir mal, gut im Schneiden sein werde. Ich nehme ja gerade erst auf. Aber mir ist vorhin das Spiel kurz abgestürzt. Ich hoffe, ich habe es so zusammengeschnitten, dass es niemand merkt. Und könnt ihr mal raten, an welcher Stelle ich zusammengeschnitten habe? Kleiner Tipp, ich wurde mitten im Satz unterbrochen. Telefone, okay. Vorkriegsbücher, ah, die haben eigentlich keinen Wert. In Fallout 3 waren die total viel wert, dank der blöden Bibliothek. Wo sie einen nur dämlich anquatschen, weil du mal eben vorbeikommst. Haarklammer, so. So, was haben wir denn hier Schönes? Beckenprojekt Jukebox. Wunderbar. Damit ist das auch abgehakt. Ich bin ja mal gespannt, was das Becken so alles noch zu bieten hat. Was haben wir hier alles Schönes? Audioprobe Opernsänger. Sie haben eine Rekap. Kalibrierungsdatei für den Schallemitter gefunden. Bringen Sie es zu der Jukebox im Becken, um den Schallemitter für neue Effekte zu rekalibrieren. Naja, besser als das Schnarchen ist es wahrscheinlich definitiv. Warum sind hier so viele Telefone? Das checke ich noch nicht ganz. Aber gut. Raus hier. Was ist das? Ist das 0? Nein, 104 gibt's auch noch. Okay. Hallo? Könnte jetzt zufällig jemand da sein, ne? Licht. Ah, jetzt habe ich den scheiß Dinnerteller mitgenommen. Muss den gleich aussortieren, den finde ich sonst nie wieder. Gegenstände, sonstige. Meine Fresse, haben wir viel Blödsinn dabei. Also, ich habe keine Ahnung. Sprachfertigkeitsbuch, okay. Nein, das ist Dr. Dala. Das ist definitiv Dr. Dala. Negligé, Kleiderschrank. Ja, das ist definitiv Dr. Dala. Ich will gar nicht wissen, was die hier getrieben hat. Und warum sie so fucking viele Teddybären hat.
Schmutzige Vorkriegs-Business-Kleidung. Na, weh. Okay. Und eine Kamera steht auch da. Wie gesagt, ich will gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Und es scheint hier aber auch nichts wirklich Interessantes mehr zu geben. Okay. Raus hier. Jetzt müssten wir wieder am Anfang sein, oder? Ist da 105? Nein, das ist 00. Perfekt. Das heißt, wir können wieder raus. Da oben geht's noch weiter. Kommt mal da hoch. Ah. Hätte ich jetzt beinahe übersehen. Ist wahrscheinlich nichts Besonderes, aber... Ah, Impulsgranaten. Gegen übermächtige Roboter immer ganz gut geeignet. Und ein Seesack. Ja, okay. Ich glaube, wir sind hier fertig. Hier geht's auch nochmal hoch. Ich glaube, hier kamen wir her, oder? Ich glaube, ja. Verschlossen leicht. Nein, hier kamen wir nicht her, sonst hätte ich das sicher gelootet. Ja. Ah, definitiv. Na, Schrauber. Wie oft ich hier schon einen Schrauber gefunden habe, ey. So, jetzt will ich aber wirklich raus. Lass mich durch, ich bin Arzt. Wo kamen wir denn her? Kamen wir hier durch? Mach mich nicht schwach. Genau, hier waren die Dinger, die ich gelootet habe. Okay, dann schaue ich halt auf die lokale Karte. Oh, wir haben verdammt Big MT, genau. Hier müsste es durchgehen, tut es aber nicht. Ich spinne doch. Ich bin ein Trottel. Da oben. Da oben ist die Tür. Okay. Dann war es da oben. Und ich habe tatsächlich... Ja. Okay. Man merkt, es ist spät. Okay. Oh, wir kommen wo ganz anders raus. Als wir rein sind, oder? Nee, wir sind genau da, wo wir sein sollen. Zeit, mich mit etwas Wildpads zu belohnen, die einem so einen frischen Atem geben. Okay. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn ich wieder aufnehme. Also, bis dann. Tschüss.